Jeder trällt seinen Ball hier erstmal in der Hälfte. Du versuchst immer den Kopf nach oben zu nehmen und suchst immer den freien Raum und prällst in diesen Raum. Wird der besetzt durch jemand anders, der in den Raum läuft, läufst du wieder fort. Ja, es gibt keine Unfälle. Torhüter machen alles mit, genauso wie die Feldspieler. Los geht's! Den freien Raum, ansteuern. Jawohl. Ja. Prima, du läufst weiter im Hopserlauf. Auf geht's. Und auch jetzt steuerst du den freien Raum an. Du läufst im Hopserlauf rückwärts. Ja, drück dich ab. Prima. So, schaut mal, hier ist eine Strecke gar nicht besetzt. Ja, so wirklich, nutzt den ganzen Raum in der Turnhalle. Ja, so und versucht, diese Aufgabe zu erfüllen, auch im Rückwärtsprellen. Drehst du dich immer wieder um, orientierst dich. Ja? Jetzt gehst du vorwärtsprellen, machst das mit deiner zweiten Hand, nicht mehr mit deiner starken Hand. Und los geht's. Komm, ab in den Raum. Du läufst jetzt weiter, ja, und immer wenn du einen freien Raum siehst, dann prellst du mit deutlicher Temposteigerung in diesen Raum, um den zu besetzen. Wenn du merkst, dass da jemand reinläuft, verringerst du dein Tempo, vielleicht musst du ausweichen und orientierst dich schon wieder. Beim Prellen nimmst du immer deinen Kopf hoch, sodass du dich orientieren kannst, weil das kannst du nicht, wenn du auf den Ball blickst. Und los. Gut, jawohl. Und mit deutlichem Tempo, Mika. Tempo in den freien Raum. Jawohl. Bitte? Verstärken erstmal. Jawohl. Jawohl. Prima, ja, das gleiche machst du jetzt mit deiner zweiten Hand, ja, und siehst zu, dass du auch dort den Ball gut behandelst, ja, und man muss sehen, dass du dein Tempo deutlich steigerst, ja, dann nimmst du wieder Tempo raus, orientierst dich, da ist eine Lücke und dann ziehst du wieder in diese Lücke. Zum Ausweichen darfst du deine erste Hand natürlich benutzen, ja. Kopf hoch, Linus, immer wieder Kopf hoch. Du läufst los hier in der Hallenhälfte und prellst den Ball immer mit zwei Händen. Und los geht's. Geh wieder in den freien Raum, wie eben auch. Jawohl. Rückwärts, rückwärts, blicke dich zwischendurch um, dass es keine Unfälle gibt. Lass zwei Hände am Ball. So, geh wieder schneller in den Raum, der frei ist. Bleib nicht stehen, Leon, komm. Geh schneller in den Raum. Prima, du prellst weiterhin mit zwei Händen, aber immer komplett um dich herum. Das ist wie ein Komet, der um eine Erde kreist. Und los geht's, dabei läufst du auch noch. Mit zwei Händen um dich herum prellen. Zwei Hände, Magnus. Zwei Hände müssen immer am Ball sein.
Magnus, zwei Hände. Zwei Hände, Pascal, nicht eine, zwei Hände. Jetzt hast du es, Magnus, gut. Prima, gut gemacht.